4:0 gewann man gegen die SGS Essen in der Allianz Frauen-Bundesliga und feierte damit den ersten Sieg in 2016. Nach dem Spiel hatten wir noch Theresa Betz, Michaela Specht und Nicole Biller beim Interview. Im Hinspiel schon 2 Treffer gemacht, heute wieder. Ist Essen eine Art Lieblingsgegner? Also danke mal für die Glückwünsche. Also ich glaube, Lieblingsgegner würde ich jetzt nicht sagen, aber es war wichtig, der Sieg für uns. Und ich glaube, die 4 Tore haben uns gut und wir haben jetzt wieder ein neues Selbstvertrauen dankt und können ins nächste Spiel selbstvertraut reingehen. Hoffen natürlich wieder aufs Beste. Du hast gerade schon gesagt, es gibt jetzt wieder neues Selbstvertrauen, alles. Ich denke, der Sieg war jetzt wirklich enorm wichtig, nachdem er jetzt mit 3 Niederlagen nach dem Winter gestartet war. Gibt es jetzt nochmal richtig Auftrieb, oder? Ja, also für uns ist es jetzt natürlich ein wichtiger Sieg gewesen. Und wir werden jetzt die Woche wieder uns auf den Gegner vorbereiten und dann schauen, was nächste Woche ausschaut. Ja, also ich fand es am Anfang, sind wir gut reingekommen. Dann haben wir auch gut die 2 Tore gemacht, haben das, was die uns die Chancen geboten haben, hinten über die Abwehr zu spielen, haben wir gut gemacht. Dann hatten wir vor der Pause einen kurzen Einbruch. Oder ja, Einbruch würde ich jetzt nicht sagen, aber da hatten wir ein bisschen Probleme. Sind dann wieder aber gut aus der Pause gekommen, haben dann auch gut dagegen gehalten, fand ich. Immer mal wieder Nadelstiche nach vorne gesetzt, hinten wenig zugelassen. Und ja, unsere Kontersituationen teilweise gut ausgespielt, gegen die Latte, gut gehalten mal. Ja, und dann das 3-0 und das 4-0, das war natürlich dann noch Sahnehäubchen. Ja, vielen Dank. Nach 3 Niederlagen in Folge war es natürlich wichtig, dass wir heute mal wieder punkten. Sind zum Glück gut ins Spiel reingekommen. Von Anfang an eigentlich das Spiel relativ bestimmt, auch schnell 2-0 in Führung gegangen. Und danach war es eigentlich relativ souverän dann. Ich habe den Eindruck gehabt, es gab eine klare Vorgabe in der ersten Halbzeit zumindest, dass man die Bälle immer schnell vorne in die Spitze spielt und versucht, in die Schnittstellen zu kommen und dann irgendwie so zu Torschuss zu kommen. War es so? Also eine konkrete Vorgabe gab es nicht, aber man hat relativ schnell gemerkt, dass Essen sehr hoch verteidigt und da einfach die Räume hinter der Abwehr gut waren zum in die Lücke reinspielen und das haben wir dann auch gut ausgenutzt.